Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute, weil es sich gewünscht worden ist, NZXT mit dem Streaming-PC für 1699 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuallererst muss ich sagen, das hier ist NZXT, das bedeutet, die haben eigene Wasserkühlung und eigene Gehäuse, sprich, die kommen auch irgendwann die Parts günstiger dran, klar. Wir machen das aber wie immer mit einer Geizhalsliste. Schauen wir uns zuerst das Bild an, das ist jetzt nicht sonderlich fake, das Board, ja gut, das variiert. Wir müssen uns auf die Teile aus dem Konfigurator verlassen, weil die schreiben auch nicht genau hin, was drin ist, sondern einfach nur zum Beispiel Mainboard B550. Da haben wir dann meistens zwei zur Auswahl und dann nehme ich jetzt eine billige und eine teure Variante, also zwei Warenkörbe, dann seht ihr den Preisvergleich. Ansonsten hier ist nichts drin, was irgendwie nicht leuchtet. Sollte die Wasserkühlung, das wird wohl so sein. Der RAM leuchtet nicht, also es ist ein stinknormales Bild. Wie gesagt, das Board, das passt jetzt nicht ganz genau, aber das ist soweit in Ordnung. Kommen wir zuerst zu dem Case. Das ist NZXT H510 Weiß mit Glasfenster. Ich bin da nicht so der Freund von. Bei uns in der Community wird da oft nachgefragt. Das hat aber nicht so den geilen Airflow. Wir haben auch hier ein paar Temperaturdaten dazu. Das hier ist von Gamers Nexus. Das Video verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Hier unten steht das NZXT H500. Das ist quasi das gleiche, das andere ist nur eine Neuauflage, vom Airflow her tut sich da nicht viel. Das hat in dieser Stock-Variante, wo sie alle Systeme betesten, beziehungsweise alle Gehäuse 61 Grad auf dem Prozessor. Wenn ihr mal so vergleicht, hier unten habt ihr zum Beispiel das PureBase 500DX, was wir sehr, sehr oft vorschlagen, das hat 49,3 Grad. Also in dieser Stock-Konfiguration. Hier ist auch nochmal der Vergleich, das H500 zu dem H510, das tut sich nicht viel. Hier haben wir nur einen USB-C-Anschluss in der Front und hier mit den Lüftern hat sich ein bisschen was getan. Aber ansonsten ist das Gehäuse relativ gleich. Ansonsten passt es natürlich in der Konfiguration. Wie gesagt, es passt alles rein, das Mainboard passt rein, Grafikkarte, alles gar kein Problem. Kabelmanagement ist auch gut vorhanden, es sieht auch gut aus, klar. Aber wie gesagt, der Airflow ist nicht der beste. Und da sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall auf eine Wasserkühlung setzen, weil mit einem normalen Blockkühler kriegt ihr da Temperaturen, die sind nicht schön. Und das kostet 77 Euro beim Mindfactory. Dazu bekommen wir Windows 10 Home. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Kostet jetzt gerade 26,94 Euro und das packen wir auch so in den Warenkorb. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 5600X. Das ist natürlich ein guter Gaming-Prozessor, gar keine Frage. Zum Streamen ist nicht so mein Fall. Ich sag immer, am besten 8 Kerner nehmen. Es kommt immer auf das Spiel an. Klar, wenn ihr jetzt AAA-Titel habt, kriegt ihr da schon Probleme mit dem 6-Kerner. Vor allen Dingen, wenn ihr dann noch über den Prozessor rendern wollt, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ihr könnt auch über die Grafikkarte rendern, klar. Dann ist das Bild aber nicht so sauber. Ist meine persönliche Erfahrung auf Twitch. Ich habe beides ausprobiert. Ich würde zu einem 8-Kerner greifen. 6-Kerner ist da echt nicht so gut geeignet. Ansonsten zum Zocken natürlich völlig ausreichend. 65 Watt TDP ist auch nicht sonderlich viel. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM und kostet 266 Euro bei Mindfactory. Als GPU bekommen wir den Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Ah, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, vor allen Dingen nicht in dieser Preisklasse. Eine 1660 Super. Wir nehmen jetzt einfach die, weil die im Konfigurator auch vorhanden ist. 6 GB Speicher ist jetzt auch nicht so das Wahre, wenn ihr zocken wollt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass 8 GB mindestens sein sollten. Wenn ihr jetzt natürlich nur Valorant oder Fortnite zockt, dann ist das relativ egal. Aber wollt ihr ein paar anspruchsvollere Spiele spielen, ist das so ein Thema für sich. Die ist natürlich auch schon ein bisschen älter und die kostet aktuell viel zu teure 499 Euro bei Alternate. RAM 3200 MHz, Höchstgeschwindigkeit ist klar, 16 GB, 2x8 GB. Immerhin Dual Channel, 3200 MHz ist auch die Spezifikation des Prozessors. In der Preisklasse würde ich fast schon sagen, dass sie 3600 nehmen könnten. Wir werden auch gleich noch sehen, wie viel Puffer wir haben, was die Kosten angeht. Der ist jetzt nicht sonderlich RGB beleuchtet oder so, der macht aber seinen Job. Ich habe da bisher noch nichts Schlechtes drüber gehört. Und der kostet 62,70 Euro bei Equipper. Als Speicher steht hier eine 1 TB NVMe M.2 SSD. Dann nehmen wir jetzt erstmal aus dem Konfigurator die günstigere. Es gibt auch noch eine teurere. Ihr werdet den anderen Warenkorb auch gleich noch sehen. 1 TB in der Preisklasse völlig in Ordnung. Ich würde euch noch empfehlen, später vielleicht eine HDD dazu zu kaufen oder dazu zu konfigurieren, weil dieser 1 TB ist dann nach einer Zeit schon voll. Je nachdem, welche Spiele ihr da so installiert. Ich sage es sehr oft, Ark Survival Evolved zum Beispiel zwischen 300 und 350 GB mit allen Mods. Das ist schon hart. Lesegeschwindigkeit 1800 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit ebenfalls, ist jetzt auch nicht sonderlich schnell, kann man ungefähr vergleichen mit einer NV1 von Kingston oder einer A2000.
Und die kostet 89,30 € bei Mindfactory. Dann haben wir hier bei Modell stehen, B550 ATX Motherboard. Ihr wisst jetzt nicht genau, was ihr bekommt. Sie haben im Konfigurator aber nur zwei Stück. Da werde ich gleich auch das teurere noch zeigen. Wir nehmen jetzt erstmal das günstigere B550 Gaming X von Gigabyte. Ist ein grundsolides Mainboard. B550 Chipsatz sollte bei der 5000er Reihe auch sein. B450 geht natürlich auch, wenn ihr ein BIOS Update macht. Aber wenn ihr jetzt einen neuen PC kauft, sollte es schon B550 sein. Gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot könnt ihr mit Pech nicht mehr benutzen, den hier schon, denke ich, für eine WLAN-Karte zum Beispiel. Hier noch ein Anschluss für eine Capture-Card, falls ihr zum Beispiel bei PlayStation oder Xbox streamen wollt. Hier ein Anschluss für eine M.2 SSD, hier auch noch ein Anschluss für eine M.2 SSD, hier unten noch ein Erweiterungsanschluss. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, USB 3.1, 3x USB 3.0. HDMI und DVI werdet ihr natürlich wie immer nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikkarte hat. Ich weiß, ich sage es sehr oft. Aber es gibt viele Leute, die sehen so ein Video das erste Mal und dann sage ich es gerne dabei. Euch hängt es zu den Ohren raus, mir auch, aber ich muss es dazu sagen. Zweimal USB 2.0 und P-2 Anschluss. Wie schon gesagt, alles in allem ein grundsolides Board. Und das kostet 89,90 € bei computeruniverse.net. Als CPU-Kühler bekommen wir die NZXT Kraken M22. Hier haben wir sie auch schon, die reicht für den 5600er aus. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, hinterher zu erweitern mit einem 5800er oder 5900er, wird das schon sehr eng. 120er Radiator ist jetzt echt nicht das größte der Welt und ich würde da schon auf einen 240er oder 360er sogar gehen. Ich kühle meinen übrigens mit einem 360er Radiator. Da komme ich beim Rendern schon so an die 75 bis 80 Grad. Das packt der locker unter Volllast. Klar, da ist er unter Volllast beim Zocken eher nicht so. Wenn ihr nebenbei noch streamt, ist das so ein Thema für sich. Aber für den 5600er Ryzen reicht die erstmal aus. Und die kostet 79,90 € bei Cyberport. Als Netzteil bekommen wir ein 650 Watt Goldnetzteil. Das könnte das Seasonic Focus GX 650 Watt ATX 2.4 Netzteil sein. Laut Konfigurator hat 10 Jahre Garantie, 650 Watt reicht völlig aus für dieses System. Da seid ihr auch sehr effizient unterwegs, weil ich denke, wenn ihr jetzt ganz normal zockt oder vielleicht ein bisschen streamt, seid ihr so bei 400 Watt höchstens an Auslastung. Bei 50% sind solche Netzteile immer sehr effizient. Und das kostet 85,06 € bei Mindfactory. Ansonsten Herstellergarantie Teile 3 Jahre, Herstellergarantie Arbeit auch 3 Jahre. Das finde ich ganz interessant, dass die das aufgeteilt haben. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, jetzt in dem günstigen Fall, deswegen steht hier oben billig. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1275,80 €, das System soll kosten 1699 €. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? Ja, ihr könnt es riechen. Es ist, nein, ist Quatsch, kauft es euch nicht. Das ist viel zu teuer, meiner Meinung nach. Ich verbaue mir jetzt natürlich jegliche Zukunft mit NZXT, das ist klar. Aber es ist viel zu teuer. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, das ist jetzt dieser Streaming-PC, den würde ich nicht für Stream nehmen, höchstens für Fortnite oder Valorant oder Counter-Strike. Alles andere könnt ihr damit vergessen. Nehmen wir mal den teureren. Da haben wir nämlich den Streaming-Pro-PC für 2.399 €. Da ändert sich grundlegend eigentlich nur die Grafikkarte und das Netzteil. Ansonsten ist da auch ein 5600X drin. Ich würde sagen, bei einem 2400 € PC muss ein 8-Kerner da rein. Sei es Intel oder sei es AMD, ist mir völlig egal. Wir haben hier jetzt also eine 3080 und ein 750 Watt Goldnetzteil. Und dann gehen wir hier nochmal durch. Hier haben wir die SSD. Jetzt nehmen wir die günstige Variante, wie gesagt. Die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, auch in günstig. Das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2237,14 €. Und das System soll kosten 2399 €. Ja, da ist der Preis wieder okay. Deswegen verstehe ich das nicht, warum der andere so überteuert ist. Aber zum Thema überteuert. Ich habe ja eben gesagt, wir haben günstige Komponenten im Konfigurator und teurere. Jetzt nehmen wir nochmal von dem anderen PC, ich weiß, das ist ein bisschen Mischmasch, nehmen wir jetzt mal die teureren Komponenten. Zur Erinnerung, das war dieser hier für 1700. Und das hier ist jetzt der 1700 € PC in teuer. Das heißt, die teureren Komponenten aus dem Konfigurator. Hier haben wir schon eine Samsung SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das teurere Board, das Gehäuse, Wasserkühlung, Netzteil und Windows. Und da seid ihr bei 1349,41 €. Selbst dann ist es noch zu teuer, dieses System hier. Also wie gesagt, der 1699 € PC ist zu teuer. In beiden Fällen nehmt ihr die günstigen oder die teuren Varianten. Nehmt ihr das teurere Streaming-PC-Setup, da seid ihr preislich in Ordnung. Also da habt ihr so 160-170 € fürs Zusammenbauen, das ist noch im Rahmen. Jetzt kommt aber der Knaller, was ich nicht ganz verstehe. Wir nehmen jetzt mal den Konfigurator und konfigurieren uns selber ein System. Wir nehmen ein besseres Case, das H510, als Flow-Variante. Das hat vorne eine Mesh-Front, da ist das mit diesem Airflow wieder eine ganz andere Geschichte. Da kriegt ihr keine Probleme mit der Temperatur. Wir haben uns bei dieser Konfiguration mal auf die günstigen Teile verlassen, haben aber eine 2060 anstatt eine 1660 Super.
Der Leistungsunterschied laut User Benchmark, ich vertraue der Seite zwar nicht so, aber die ist stärker und zwar um 16%. Das kann auch ein anderer Wert sein, 20%, 15%, irgendwie sowas. Das ist nur ein grober Überblick. Die ist also stärker als die eigentliche 1660 Super. Den Rest haben wir, wie gesagt, gleich gelassen. Auch das Netzteil, das reicht dafür auch noch aus. Da seid ihr bei einem Preis von 1563,83 Euro. Zum Vergleich, 1699 Euro in der fertigen Variante. Konfiguriert mit einer besseren Grafikkarte 1563. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das sind fast 140 Euro Unterschied. Auf der gleichen Webseite. Also, die ficken sich quasi mit dem eigenen Konfigurator ins Knie, wenn man so möchte. Weil der Konfigurator spuckt, wenn man genau die Teile nochmal nachstellt, ein billigeres System aus mit einer besseren Grafikkarte, als wenn ihr das fertig kauft. Und das ist ja auch fertig zusammengebaut. Das ist ja jetzt nicht so, als würden sie sagen, so, du kannst jetzt hier konfigurieren, wir schicken die Teile zu, bau selber. Nein, nein, das ist auch fertig. Genauso wie das andere für 1700. Also, verstehe ich nicht ganz. Und ihr könntet lustigerweise sogar hergehen und nehmt jetzt den von mir empfohlenen 5800X. Dann seid ihr immer noch billiger. 1677,83 Euro gegenüber 1699 Euro. Mit einer besseren Grafikkarte und einem besseren Prozessor. Geht bei mir nicht in die Birne rein, verstehe ich nicht. Da müsstet ihr natürlich eine bessere Wasserkühlung nehmen. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, dass der Konfigurator billiger ist als die fertigen Systeme, die da stehen. Das ist irgendwie komisch. Wir springen jetzt hier auch nochmal auf den 5600 zurück. Ich will euch da nämlich was zeigen. Wir haben nämlich für den dann quasi in dieser Custom-Variante, also im Konfigurator, noch eine Geizhalsliste gemacht. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, also die 2060, das Board, das Flow-Gehäuse, was einen besseren Airflow hat, die gleiche Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommt ihr auf 1319,70 Euro. Und hier kostet es 1563,83 Euro. Auch schon teuer so. Ja, also, ist ganz komische Webseite. Ich wurde danach gefragt, ich sollte sie mir angucken. Mein Community-Manager hat sich da mal so durchgefuchst. Pff, alter Schwede. Schon, also irgendwie, ich werde damit nicht warm. Musst du sagen, wie es ist. Selbst dieser Streaming-PC Pro ist für Streaming nicht so gut, der ist aber auch nicht zu teuer. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Und jetzt kommen wir noch zu einer Alternative. Ja, es ist wieder Dubaro. Nein, ich bin nicht mit denen gepartnert. Man könnte echt den Eindruck haben, ne? Ich sag immer wieder bei Alternativen, guck mal Dubaro oder Agando habe ich auch öfters mal. Aber Dubaro, Dubaro, Dubaro ist halt markttechnisch gerade gut dabei. Also auf jeden Fall günstiger als Hightech und NZXT. Wir nehmen hier das H511 Flow. Mir wurde gesagt, dass das 511er die OEM-Variante der 510er-Variante ist. Also macht sich da keinen großen Unterschied. Als Prozessor haben wir den 5600X. Dann haben wir einen MSI-B 550 Tomahawk. 16 GB G-Skill RipJaws 5 mit 3200 MHz. Eine 1 TB SSD, die sogar noch einen Ticken schneller ist als die Intel-SSD, die sie gerne verbauen. Eine 3060 12 GB. Keine 1660 Super, keine 2060, sondern eine 3060 12 GB. Also fast die kleinste Einsteigerkarte in der aktuellen Serie. Die 3050 ist es rausgekommen, können wir aber ignorieren. Ein 750 Watt MSI MPG A 750 GF 80 Plus Gold Vollmodular. Allerdings kein Betriebssystem, das könnt ihr dann bei CDK Deals kaufen. Gut, nur 2 Jahre Garantie gegenüber 3 Jahre, klar. Und da kommt ihr dann auf 1639,60 Euro. Das heißt, ihr habt den gleichen Prozessor, ein besseres Gehäuse, eine 240er Wasserkühlung, die habe ich gerade vergessen zu zeigen, bin ich übersprungen. Ist eine bessere Wasserkühlung, 240er ist da drin. Das Board ist ungefähr gleichzusetzen mit dem Gigabyte B550 Board, eine 3060 mit 12 GB und ein 750 Watt MSI Netzteil. Für billiger als das System mit dem Ryzen 5600 und der 1660 Super. Auch fertig zusammengebaut, nur ohne Windows. Windows könnt ihr euch, wie gesagt, dann dabei schnabulieren. Könnt ihr sogar bei Dubaro. Komm, wir konfigurieren es mal einfach rein. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen auch Windows 10 Home, seid ihr immer noch günstiger. Dann habt ihr nur noch, das Einzige, was abzüglich ist, ist das 1 Jahr Garantie. Also habt ihr 2 anstatt 3 Jahre. Gut. Wer dafür dann bereit ist, ein viel schlechteres System zu kriegen bei NZXT, dann kauft es bei NZXT. Ansonsten nehmt die Config hier von Dubaro. Ich packe sie euch auch so einmal noch unten in die Videobeschreibung. Da ist dann eine ID bei. Die müsst ihr dann hier eintragen, die ID, und dann hier auf Aktualisieren klicken und dann kriegt ihr die. Dann kriegt ihr genau die für 1689,50 Euro. Also alles in allem, um das hier nochmal zusammenzufassen. Das System ist definitiv zu teuer und für Streaming nicht sonderlich gut ausgelegt. Kommt auf die Spiele an. Das System ist preislich in Ordnung zum Streamen. Ja, geeignet, wenn man über die Grafikkarte rendert.
Das hier ist günstiger als das Einsteigersystem für 1600, hat eine bessere Grafikkarte, ist aber immer noch zu teuer. Und das, was ich euch gleich in die Videobeschreibung reinschreibe, ist dann quasi die Alternative, wo ihr viel bessere Komponenten zum ungefähr gleichen Preis kriegt, sogar mit Windows. Ja, was soll man sagen? Das war dann soweit die Zusammenfassung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nicht allzu sehr verwirrt. Ich habe es ja jetzt gerade nochmal zusammengefasst. Also grundlegend muss man halt sagen, das System ist zu teuer, zum Streamen nicht sonderlich gut geeignet. Meiner Meinung nach ist meine Erfahrung auf Twitch, ich habe ja schon mehrere Komponenten hier ausgewechselt, ausprobiert und so weiter. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, joint unseren Discord, falls ihr noch Fragen habt oder stellt die Fragen auch gerne in die Kommentare. Die Systeme, die ihr sonst so vorgeschlagen habt, die werden auf jeden Fall noch folgen. Ich guck mal durch, was da jetzt interessant ist und was nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.